Ja, herzlich willkommen. Ich möchte dir jetzt eigentlich noch ein bisschen was zum Thema Werkstoffbezeichnung erzählen. Und zwar zu den Hinweisen auf die Verwendung oder mechanischen oder physikalischen Eigenschaften. Sie alle haben mitbekommen, dass das Thema Werkstoffbezeichnung eigentlich ganz, ganz komplex ist. Da ist es wie ein, für mich fühlt sich das an wie ein Garten, der so ein bisschen verwildert ist. Und da gibt es ganz, ganz viele Pfade und Wege, die man gehen kann. Ich habe Ihnen diesen Hauptpfad nochmal aufgezeichnet, den wir hier so haben. Das heißt, die Werkstoffe haben alles Werkstoffnummern. Die haben Werkstoffnummern, die wir haben. Und ich mache mal ganz kurz hier einmal auf grün. Ja, Werkstoffnummern. Und diese Werkstoffnummern, hinter diesen Werkstoffnummern, ähnlich wie eine Personalausweisnummer, ist ein Kurzname. Das haben Sie alles verstanden. Das haben wir schon ein bisschen trainiert mit den nicht rostenden Stählen 1,43, 0,1, 1,44, 0,1, 1,45, 41 und 1,4571. Wir haben uns auch sind uns darüber bewusst geworden, dass wir die so ein bisschen auswendig lernen wollen, auch die Kurzbezeichnungen, die dahinter stehen. Die Kurzbezeichnungen, die wir jetzt im vorangegangenen Teil gemacht haben, gaben immer Hinweise auf die chemische Zusammensetzung. Sprich, waren es hochligierte Stähle, sind es niedriglegierte Stähle oder sind es unligierte Stähle. Beispiel für einen unligierten Stahl ist C40. Dann weiß man, naja, es ist schon ein Kurzname, das sagt er, dieses C40 hier. Und C40 heißt ein Stahl mit einer Kohlenstoffgehalt von 0,4 Massenprozent. Da gab es diese Faktor 100. Ich nehme also 100, nehme die 40 und teile die durch 100 und schreibe dann Prozent hinter. Dann weiß ich, wie hoch der Kohlenstoffgehalt ist. Bei den niedrigliegenden Stählen waren die Besonderheit, so kurz zum Wiederholen für Sie, man sieht nie vier Krokodile. Das heißt, da gab es besondere Schlüsselzahlen, die man eben verwenden kann. Und ja, das Thema hochligierte Stähle ist dagegen relativ einfach abzuhandeln. Hochligierte Stähle haben immer ein X. Die Anzahl der Legierungselemente liegt deutlich höher als 5 oder liegt höher als 5 Massenprozent. So war die ursprüngliche Definition mal. Und wenn man jetzt so einen hochligierten Stahl hat, um X 5 Chrom die 18 Zehen, dann weiß man, es sind 0,05% Massenanteil Kohlenstoff, 18% Chrom und 10% Nickel. Das wissen Sie alle schon, ist alles Wiederholung. Und alle diese Kurznamen gaben Hinweise auf die chemische Zusammensetzung der Werkstoffe. Jetzt gibt es natürlich auch Menschen in der Industrie, die interessiert die chemische Zusammensetzung nicht, sondern die interessieren nur die mechanischen Eigenschaften. Warum? Weil sie daraus ein Gerüst bauen wollen, einen Stahlträger und den Korrosionsschutz. Na, ist keine Chemikalie ausgesetzt, da pinseln die einen organischen Überzug drüber oder vielleicht einen metallischen, eine organische Beschichtung oder einen metallischen Überzug drüber, um eben das Ganze eben vor Korrosion zu schützen. Und ja, gehen wir ein kleines bisschen auf die Hinweise oder auf diese Verwendung oder mechanische oder physikalischen Eigenschaften an. Wie könnten solche Kurznamen denn lauten? Und ja, ich habe mal hier so ein Beispiel genommen. Was könnte so ein Kurzname sinnvollerweise enthalten? Was waren so sinnvolle mechanische Kenngrößen, die wir hatten? Und eine ganz, ganz wichtige Kenngröße, die Sie hatten, die eben unsere zulässige Spannung definiert, das ist eben die Grenze der Hookschen Gerade. Wir erinnern uns daran, wenn ich das hier nochmal mache, Hooksches Gesetz. Spannung ist proportional zur Dehnung und wir wollen immer in diesem elastischen Bereich uns bewegen, weil wir keine plastische Verformung an einem Werkstoff haben wollen. Und ja, wo ist die Grenze dieser Hookschen Gerade? Das ist, ja, haben wir einen Werkstoff kennengelernt, das ist dieses RP0,2. Das heißt, bei 0,2% hat der Werkstoff oder bei dieser Grenze hat der Werkstoff sich schon um 0,2% plastisch verformt. Das soll so das Ende dieser Hookschen Gerade. Man würde sagen, warum nicht genau das Ende? Weil es sehr genau messtechnisch zu bestimmen ist oder sehr ungenau messtechnisch zu bestimmen ist. Deshalb sagt man, pass auf, wir nehmen dieses RP0,2 als Obergrenze und bauen Sicherheitsfaktoren ein. Also die zulässige Spannung definieren sich meistens immer als irgendwelche Materialkennwerte. Ich sage mal hier zum Beispiel unser RP0,2. Dann nimmt man noch einen Sicherheitsbeiwert, der vielleicht den Faktor 2 haben kann. Und ja, es ist also ganz, ganz, ganz wichtig. Es wäre total sinnvoll, eine Werkstoffkennzeichnung zu haben, die dieses RP0,2 benennt. Also im Kurznamen soll dieses RP0,2 auftauchen. Und weniger sinnvoll, aber man kann sich durchaus auch vorstellen, wäre, dass in diesem Kurznamen auch die Zugfestigkeit auftreten soll.
Die Zugfestigkeit ist hier aber von der mechanischen Auslesung her eine Größe, die ich eigentlich nicht nutzen kann. Warum? Weil ich weiß, da hat die Probe schon eine Einschnürung gesehen. Also, halten wir mal ganz kurz fest, wenn wir uns imaginär jetzt über Gedanken machen müssen, wie könnten Kurznamen aussehen, dann wäre es total sinnvoll, diese Elastizitätsgrenzen zu nehmen. Mal mein Herz dahinter, dieses RP0,2 oder aber die Streckgrenze als Ersatz. Erinnern Sie sich noch daran, was die Streckgrenze war? Ich male es nochmal ganz kurz hier hin. Ein Spannungsdehnungsdiagramm mit einer Streckgrenze. Da ist der Übergangsbereich vom Linear in diesem plastischen Bereich ist durch so einen unstetigen Bereich hier gekennzeichnet. Und dann wissen Sie diese Zacken oben, dann gab es eine obere Streckgrenze, es gab eine untere Streckgrenze. Und das sind auch alles Elastizitätsgrenzen, die man eben hier bei solchen zulässigen Spannungen eben als Materialkennwerte oftmals dann einfordert und dann berücksichtigt man Sicherheitsbeiwert. Also ganz, ganz wichtig, Sie erinnern sich noch an technische Mechanik, Sie machen Kräfte sichtbar und wenn Sie die Kräfte auf eine Fläche beziehen, dann kriegen Sie eine berechnete Spannung und die sollte idealerweise immer kleiner sein als eine zulässige Spannung. Und da kommt halt das Fach Werkstofftechnik, spielt das Fach Werkstofftechnik eine Rolle und darum ist das super wichtig. Gut, gehen wir einfach mal diesen Pfad entlang und überlegen uns, welche Werkstoffkennwerte wir wollen. Klatsch nochmal bitte. Gut. Gehen wir nochmal auf die wichtigsten Eigenschaften ein. Es macht Sinn, RP0,2 zu nennen. Das machen wir ganz jetzt hier farbig. Wenn ich mal ein ganz kleines bisschen mit dem Tablet hier rumkämpfe. So, das kriegen wir jetzt aber hin. Klatschst du nochmal? Gut, okay. Also, da bin ich wieder. RP0,2 würde Sinn machen, in einen Kurznamen aufzunehmen. Streckgrenze macht auch Sinn. Also letztendlich sind das alles Synonyme für die Elastizitätsgrenze. Ich schreibe das mal ganz schön hin. Ja, also das macht Sinn aufzunehmen. Natürlich könnte es auch Sinn machen, RM aufzunehmen, aber macht weniger Sinn. Warum? Ich weiß zwar, es handelt sich hier um einen mechanischen Kennwert, aber dieses RM findet keinen Eingang bei der Berechnung von zulässigen Spannungen. Ja, deshalb ist schön, aber bringt mich nicht so furchtbar weiter. Was kennen wir denn noch? Was würde noch Sinn machen? Welcher Werkstoffkennwert würde noch Sinn machen, den aufzunehmen? Da erinnern Sie sich daran, dass wir die Kerbstark-Biegeversuch hatten. Dieser Kerbstark-Biegeversuch beansprucht den Werkstoff schlagartig. Schlagartig heißt wirklich mit dem Hammer wird draufgehauen. Das ist dann auch der Kerbstark-Biegeversuch. Und das Ergebnis des Kerbstark-Biegeversuchs ist immer die Kerbschlagarbeit, die dann irgendwie in Joule angegeben wird. Also auch da würde es Sinn machen, in den Kurznamen irgendwie aufzunehmen, wie viel Joule kann denn so ein Werkstoff aufnehmen und als Maß für die Zähigkeit. Also zum einen haben wir dann die statische Festigkeit, RP0,2 oder die Streckgrenze, macht Sinn, den Namen aufzunehmen. Und aber auch, wenn diese Werkstoffbezeichnung uns sofort etwas über die Zähigkeit aussagen würde, in Joule. Und idealerweise müsste man das Ganze noch kombinieren in Abhängigkeit von der Temperatur. Denn da erinnern Sie sich auch an die Vorlesung. Wir hatten ein Kerbstark-Arbeitstemperaturdiagramm. Und wenn Sie sich an diese Kurven erinnern, wissen Sie, es gab Hochlagen, es gab Tieflagen, es gab Werkstoffe, die haben auch eine ausgeprägte Hochlage und es gab Werkstoffe, die haben nur eine ausgeprägte Tieflage. Also es würde irgendwie Sinn machen, diese Zähigkeit als Werkstoffkennwert anzugeben in Joule und gleichzeitig noch die Temperatur zu berücksichtigen. Das sind gleich mehrere Geschichten. Ich habe noch keine Idee, wie es funktionieren könnte, aber wir schauen uns mal an, was uns die Damen und Herren, die sich damit beschäftigt haben, uns eben anbieten. Und hier kommt es schon. Das ist so ein bisschen die Bezeichnung der Stähle nach Verwendungszweck, mechanische Eigenschaften und Zustand. Also das wollen wir irgendwie auch berücksichtigen. Bezeichnung der Stähle nach Verwendungszweck würde einfach bedeuten, wofür verwenden wir diesen Stahl? Verwenden wir ihn jetzt für den Baustahl? Wird es ein Stahl für den Anlagentechnik? Ist es ein Druckbehälterstahl? Also wäre schön, wenn das Ganze beinhalten werden können. Und wir reden über die mechanischen Eigenschaften, das heißt,
ja, die Streckgrenze macht Sinn und die Elastizitätsgrenze und auch Joule und irgendwie auch den Zustand. Was meine ich denn mit Zustand der Anlage? Zustand der Anlage, damit könnte ich, oder Zustand des Werkstoffs, damit könnte ich mal, welchen Wärmebehandlung hat er denn gesehen? Ist er geglüht worden? Hat er irgendwie ein besonderes Abschrecken erfordert? Also es wäre toll, so einen Namen zu haben. Gucken wir uns mal an. Es gibt einen modernen Werkstoff, der heißt S355J2G3. Der soll jetzt alle diese die Verwendungswechsel haben, die mechanischen Eigenschaften und den Zustand. Und wenn man sich diese Bezeichnung mal ganz kurz anschaut, würde man sagen, was wäre denn jetzt von den ganz diskutierten Dingen, was wäre denn jetzt zum Beispiel ein Hinweis auf die mechanischen Eigenschaften? Dann würde man sagen, guck mal, da steht hier eine 355. Ich spekuliere jetzt einfach mal, obwohl ich es natürlich weiß. Wofür könnten denn die 355 stehen? Die 355 könnten tatsächlich stehen für Newton pro Quadratmeter. Das könnte die Streckgrenze sein. Das S weiß ich jetzt noch nicht. Und J2 und G3, das hört sich irgendwie an, als ob es da eine spezielle Kodierung dahinter steht. Und das ist es in der Tat. Schauen wir uns das ganz kurz mal an. Das war früher ein Werkstoff, der hieß ST52. Die Bezeichnung ist nicht mehr gültig. Ab und zu erkennt man das Ganze noch. Und die neue Werkstoffbezeichnung heißt dann, S steht für Structural Steel. Das ist eben der Verwendungszweck, der hier berücksichtigt wird. Und sind Stähle für den allgemeinen Stahlbau. Und also, wenn Sie jetzt im Hochbau sind oder im Tiefbau oder Sie brauchen Größe, dann werden Sie sich mit diesen Stählen rumschlagen dürfen. Die 355 ist so, wie wir es schon vermutet haben, steht für die Streckgrenze. Und er spezifiziert die Mindeststreckgrenze, weil jeder Werkstoff natürlich auch ein bisschen drüber liegen kann. Genau eine Punktlandung bei 355 zum Beispiel ist so gut wie unmöglich. Manchmal hat man dann auch 360, 365, aber die 355 Newton pro Quadratmillimeter, die muss er mindestens erbringen, sonst ist es kein S355 mehr. Ja, und jetzt geht es noch um die mechanischen Eigenschaften. Wir haben eben über die Kerbschlagarbeit gesprochen. Bei der Kerbschlagarbeit haben wir festgestellt, wir haben mindestens 27 Joule bei minus 20 Grad. Wenn das ein Werkstoff erfüllen sollte, dann kriegt er eine Kodierung, die heißt dann J2. Und da steht hier oben, also wenn man jetzt sich tagtäglich immer mit den gleichen Werkstoffen beschäftigen muss, dann kann man das tatsächlich schon auswendig, dann weiß man, dass J2 eben für 27 Joule bei minus 20 Grad steht. Um mal zu sagen, ist das viel oder ist das wenig, ein guter Stahl hat so bei Raumtemperatur 100 Joule. Und 27 Joule ist so eine untere Kenngröße, gell? Die sollte auf jeden Fall mindestens halten, damit er als Maß für die Sprödigkeit eines Werkstoffs. Gut, jetzt war noch die Frage, wie ist der Zustand des Werkstoffs, wie ist das Gefüge, die Mikrostruktur? Und da gibt es die Abkürzung G3. Und G3 ist dann auch wieder, da gibt es eine Tabelle, da kann man das Ganze übersetzen. Da steht, Zustand ist normalisiert und das gibt mir also ein normalisiertes Gefüge. Das hat nochmal eine spezielle Wärmebehandlung gesehen. Und also eigentlich stehen in dem Namen mehr oder weniger direkt ablesbar verschiedene Eigenschaften. S ist klar Structural Steel, das kriegt man sehr schnell verstanden. Die 355, das ist eigentlich, das springt eigentlich ins Auge, das können Sie sich auch auswendig lernen. Die J2 und die G3. Da muss man nachschauen. Ja. Das müssen Sie nicht speziell nicht auswendig können, aber ich würde von Ihnen schon erwarten, wenn ich Ihnen einen Werkstoff nenne, S355, J2, G3, dass Sie eben wissen, die 355 steht für die Streckgrenze, S steht für Structural Steel und das J2 und G3 geben aus oder sagen etwas aus über die Kerbschlagarbeit und über die Wärmebehandlung. Das ist so das, was mein Anspruch an Sie auch für eine Klausur wäre. Das Wissen braucht man tatsächlich auch später. Sie werden das vielleicht ein kleines bisschen im Laufe des Studiums wird es nicht ganz so hochkochen mehr, aber irgendwo ist es doch dann immer da und auch in der Praxis wird Ihnen dieses Wissen später hoffentlich nützlich sein. Bevor ich es vergessen habe, natürlich gibt es die Werkstoffnummer dazu. Die lernen Sie bitte nicht auswendig, weil der kommt also äußerst extrem vor. Ich habe noch nie jemanden gehört, dass ich gesagt habe, ich habe ein 10570 zum Einsatz. Zumindest mal nicht in meinem Umfeld. Deshalb, aber er existiert. Also man kann den Werkstoff dann tatsächlich auch als Nummer finden. Ja, gibt es noch anders in dem Kontext? Wäre vielleicht noch etwas anderes zu erwähnen, was Sie auch vielleicht wissen sollten. Wir haben ja eben über den Verwendungszweck gesprochen.
Und wir haben eben festgestellt, dass S Structural Steel heißt, es gibt natürlich andere Stile, ich habe es eben schon angedeutet. P steht dann für Druckbehälter, Bau und dann gibt es andere, da kann man sich merken, wegen P Pressure Vessel. E für Engineering, für den Maschinenbau, können Sie sich auch merken. L für den Line Pipe, für den Rohrleitungsbau und B steht dann für den Betonbau. Und ja, und hier ist auch mal für Sie, also das würde ich sagen, das würde ich auch von Ihnen erwarten, dass Sie sich das merken, auch insbesondere, weil es unter Umständen auch in der Klausur abgefragt wird. Und ja, dann gibt es noch das Thema Kerbschlagarbeit. Das Thema Kerbschlagarbeit, da habe ich die Kodierung mal hier aufgeschrieben. Sie haben das J eben schon kennengelernt, das eben die Kennzeichnung J0, das 0 steht hier unten. Dann haben Sie eben das Thema K und L, das heißt, das sind Stufen, die sind noch, der hat noch mehr Zähigkeit, mindestens 40 Joule bei 0 Grad zum Beispiel, das würde die Formel K0 bedeuten. L0 würde bedeuten, er hat mindestens 60 Joule bei 0 Grad. Das kann ich natürlich auch mit der 2 kombinieren und ja, und wahrscheinlich gibt es dann auch nochmal eine 1, also minus 10 Grad. Sie merken also, das ist schon. Man muss sich schon ein bisschen mit diesem Thema beschäftigen und darum sage ich einfach, es gibt ganz, ganz viele Pfade hinsichtlich der Werkstoffbezeichnung. Und ich habe Ihnen mal einen aufgezeigt aus der Sicht eines Verfahrenstechnikers oder aus meiner eigenen Sicht. Ja, damit bin ich ganz gut gefahren und ich hoffe, Sie tun das auch. Ja, habe ich noch ein kleines bisschen was? Gucken wir uns ganz zurück. Das ist nicht der S335, sondern wenn Sie genau aufpassen, ist das der S235. J0 G3. Sie dürfen ja mal selbst gerade probieren, was denn dieser Werkstoff alles beinhaltet. Und vielleicht schreiben Sie das ganz kurz aufs Blatt Papier auf, drücken die Stopptaste, denn ich erzähle Ihnen das jetzt nochmal. Gucken wir uns das nochmal an. Es war früher ein Werkstoff, der hieß ST37. Was die 37 bedeutet, da komme ich gleich noch ein bisschen drauf. Das war nämlich, oder ich kann es auch jetzt schon mal sagen, der ST37. Der hat die Zugfestigkeit RM angegeben in Kilopoint pro Quadratmillimeter. Ich zeichne das gleich nochmal auf. Und hier gibt es verschiedene Werkstoffnummern, ganz einfach, weil dieser Werkstoff auch nochmal verschiedene, weil Zählernummern hat. Das sind gar nicht so viel. 36, 37, 38. Der hat sich nochmal geändert hinsichtlich der einen oder anderen des Kohlenstoffgehaltes. Und darum gibt es da so leichte Modifikationen. Wenn man sich vorstellen, das ist eigentlich ein Wald- und Wiesenstahl. Und ja, da gibt es kleine Modifikationen im Laufe dieser Jahre. Ja? Gut, jetzt wollte ich Ihnen noch ein bisschen was dazu erzählen. Lassen Sie uns den ST373U nochmal anschauen. So hieß er ursprünglich. Das ist die alte Bezeichnung. Schreiben wir mal ganz kurz hin. Alte Bezeichnung der ST37U, das ST, das stand früher für Stahl. Also sehr fantasielos, ST für Stahl. Aber man war früher noch sehr, ja, hat nicht viel harmonisiert gedacht. Harmonisierte Norm heißt europaweit, das war noch sehr stark auf den Standort Deutschland bezogen, darum deutsche Kennzeichnung laut DIN-Norm. Dann gab es die 37 und ich habe es eben auch schon erläutert. Die 37 stand eben für die Zugfestigkeit. RM 37 Kilopoint pro Quadratmillimeter. Boah, hat man früher so angegeben, wer auch immer auf den Trichter gekommen ist. Und das würde natürlich, muss man das Ganze mit 9,81 Meter pro Sekunde zum Quadrat beschleunigen, multiplizieren. Wenn man das Ganze dann umrechnet, kriegt man dann 360 Newton pro Quadratmillimeter heraus. Man stellt jetzt erstmal zwei Punkte fest. Also erstens, die Zugfestigkeit ist jetzt nicht unbedingt so eine Geschichte, die man TM oft hört. Ja, vielleicht bei Gusswerkstoffen, vielleicht war das so die Idee. Aber bei der Auslegung von zulässigen Spannungen kommt meistens immer RP 0,2 oder die Streckgrenze, die gefordert ist. Und hier habe ich immer die Zugfestigkeit. Also das war wahrscheinlich damals ein bisschen mit der heißen Nadel gestrickt und man hat es nicht besser gewusst. Dann hat man das eben mit Kilopoint ausgedruckt und Kilopoint ist auch keine SI-Einheit. Also hat man das Ganze dann irgendwann in Newton pro Quadratmillimeter umgeformt, hat aber immer noch die Zugfestigkeit. Also die Bezeichnung ist eigentlich Asche. Und darum hat man gesagt, es gibt Sinn und Zeit, eine neue Bezeichnung zu nehmen. Und
Ich male das ganz kurz nur mal hinten die neue Bezeichnung. Das ist der S235 J0. Das ist der gleiche Werkstoff, aber mit einer neuen Bezeichnung. Und Sie wissen jetzt, S, so ein bisschen mehr international ausgerichtet, steht dann für die Structural Steel. Das haben Sie schon gewusst. Und dieses 235 Juhu, da hat man dazugelernt. Da hat man gesagt, das soll unsere Streckgrenze sein und die soll größer gleich 235 sein. Ja, gucken wir uns nochmal oben an. Bei der alten Bezeichnung gab es eine 3. Die 3 war, da hat man gesagt, das soll schon ein bisschen was über die Zähigkeit aussagen. Und man hat damals die Zähigkeit in Gütegruppen zusammengepackt. Und die haben Aussagen getroffen über die Zähigkeit und über die Schweißeignung. Und da galt es Gruppen. Und ich gucke mal gerade nach, das war also 1, 2, 3, das ist ein kleines bisschen hier rüber gegangen. Bei der Zähigkeit gab es Gruppen, die gab es, da hat man eben gesagt, 1 ist mäßig geeignet, 2 ist mittelmäßig geeignet und drittens ist gut geeignet. Also dieser Werkstoff mit der Zahl 3 hat man gesagt, der hat eine gute Zähigkeit und eine gute Schweißeignung. Das sagt einfach die Zahl 3 aus. Ja, gut, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, weiß man das. Aber wenn man das noch nie gehört hat, steht man so ein kleines bisschen da und muss sich erstmal Gedanken machen, was will der Autor mir damit sagen. Kommen wir noch zu dem letzten Kennzeichen U. Sagt ein bisschen was auch hier wieder über den Zustand aus, Herstellung, Wärmebehandlung. Wärmebehandlung und U steht in dem Fall für unbehandelt. Gut, also was diese Bezeichnung aber gemeinsam hat mit der alten und mit der neuen Bezeichnung ist einfach, man redet immer noch über die Verwendung des Stahls, das stand hier, man redet über die mechanischen Eigenschaften, die steht 37 hier so ein bisschen und auch ein bisschen in der 3 drin versteckt und Festigkeit und Zähigkeit. Und die U sagt ein bisschen was über den Zustand des Stahls. Das ist eigentlich bei der neuen Bezeichnung auch so, denn sie stellen fest, das ist die Verwendung, die hat nur anstatt ein S TNS bekommen. Die mechanischen Eigenschaften haben tatsächlich von der Benennung her einen Fortschritt gemacht. Ich kann sofort die Streckgrenze ablesen. Ja, und das Thema Zähigkeit ist so ein bisschen gleich, oder die Problematik ist gleich geblieben. Warum? Weil die Zähigkeit natürlich immer auch so ein bisschen sehr viele Informationen beinhaltet, Zähigkeit bei welcher Temperatur und da muss man sich einfach immer noch mit diesen Indexen rumschlagen und wenn wir das Ganze machen, dann werden Sie es wahrscheinlich schon wissen, die Zähigkeit, ich habe mal die Kerbschlagarbeit, ist in dem Fall KV, soll größer sein als 27 Joule bei 0 Grad. Ja. Also, Sie merken einfach, das ist immer so ein bisschen gleich geblieben. Und haben wir sonst noch was? Eine Aussage hier über eine spezielle Wärmebehandlung gibt es nicht. Aber das lässt sich natürlich nochmal ändern. Und falls Sie Ihr Wissen ein bisschen prüfen wollen, können Sie sich ja Gedanken machen, Ihre To-Dos. Wofür steht denn der Werkstoff S275 JR? Wofür steht der Werkstoff S 450 J0. Ja? Können Sie aber selber für sich ein bisschen aufschreiben. Dann haben Sie auch schon gleichzeitig ein bisschen Übung für die Klausur, weil so ein Thema kommt tatsächlich später ein bisschen ran. Machen wir mal ganz kurz weiter. Ich habe noch einen Werkstoff und wir haben ja eben festgestellt, es gab diesen Werkstoff, diesen alten Werkstoff ST37. Und ich bin gerade am Überlegen, ob ich den neuen, nö, wir lassen das jetzt einfach mal so stehen. Und ich zeige Ihnen mal, wo Sie eine praktische Anwendung haben. Das Bildchen kennen Sie schon, das war beim Thema Korrosionsschutz irgendwie gefragt, dass Sie wissen einfach, vor Korrosion müssen Bauteile geschützt werden. Die Summe, die eben jährlich durch Korrosionsschäden vernichtet werden, ist enorm. Wir reden hier ungefähr über 3 bis 5% des Bruttoinlandproduktes und das ausgedrückt.
also die in Deutschland durch Korrosionsschäden vernichtet werden, das sind Größenordnung von ungefähr 100 Milliarden Euro. 100 Milliarden Euro. Im Englischen hört sich das noch ein bisschen krasser an, weil Milliarden sind dann Billiarden, ja. Und ja, das ist ein Wert und da kennen sich relativ wenige aus. Und in diesem Kontext haben wir uns ja auch diese Offshore-Strukturen kurz angeschaut. Wir haben festgestellt, es gibt diese Monopiles hier dargestellt. Es gibt Jacket-Strukturen, es gibt hier Tripod-Strukturen, die man, oder Tripiles, die man hat, also den Monopile dreimal aufgestellt. Welche Strukturen man nimmt, ist immer ein bisschen abhängig von der Untergrundstruktur. Struktur haben sie auch festgestellt und von der Wassertiefe. Es gibt auch schwimmende Strukturen, die man hat. Ja, und ganz wichtig ist, das Ganze eben vor Korrosion, Schutz zu schützen. Und da haben sie ganz, ganz, ganz auch Tabellen festgestellt. Es gibt Korrosivitätskategorien, dass die sich unterscheiden. In der Gründungsfundament unter Wasserlinie ist ein anderer Korrosionsschutz gefordert als oberhalb der Wasserlinie. Und wir werden das im Bereich Korrosions- oder im Failure-Analysis, wenn Sie Lust haben, im Bereich Master Process Engineering auch noch weiter vertiefen. An der Stelle soll es genug sein. Das Bildchen habe ich deshalb genommen. Warum? Weil gerade hier nochmal ein Werkstoff auftaucht. Und dieser Werkstoff, der sagt, ist eben der S355EM oder der S450EM. Da gibt es eine Norm, da kann man nachschauen. Aber nur um zu sagen, was sind das für Stelle? Wir müssen nicht den letzten gleichen Buchstaben irgendwie wissen, aber Sie sollten wissen, dass S für Structural Steel steht und die 355 für die Streckgrenze oder die S450 hat eine höhere Streckgrenze, nämlich 450. Den E und das M, das können Sie großzügig erstmal ausblenden, weil wir wollen ja uns mit den wichtigsten Themen beschäftigen und das ist dann auch so ein bisschen, sind Details, wo man dann später im Detail immer nochmal nachgucken kann, muss und darf, aber so für uns so, wir haben eine gewisse Flughöhe, die wir erreichen, um uns dieses unglaubliche diese Themenvielfalt der Werkstofftechnik uns anzuschauen, wollen wir nicht zu tief sinken, sonst kriegen wir zwar mehr detailauflösende Dinge, aber wir machen keine Strecke mehr. Ja, also ein Beispiel nur für den Stahl, damit Sie sehen, dass so etwas gefordert wird. Jetzt haben wir aber etwas ausgeblendet. Und das, was wir gerade ausgeblendet haben, sind Werkstoffe, die gegossen werden. Die haben einen speziellen Namen. Also wir wissen ja, Stahl ist Eisen mit einem Kohlenstoffgehalt kleiner 2%. Und wenn wir diese Stähle haben, dann reden wir darüber, dass der Kohlenstoffgehalt gleich 2% ist. Aber wenn das gegossen wird, also sofort in eine Form gegossen wird, dann spricht man von Stahlguss. Jetzt würde man sagen, warum gießt man das sofort in eine Form? Schauen Sie sich mal den Abgaskrümmer auf der rechten Seite hier an. Dieser Abgaskrümmer hat natürlich ganz, ganz spezielle Geometrie. Und stellen Sie sich vor, Sie müssten das aus einem Vollmaterial herstellen. Wenn Sie das aus einem Vollmaterial herstellen wollten, dann müssen Sie einen Block holen, dann müssen Sie den fräsen, dann müssen Sie irgendwelche Bohrungen reinkriegen, wobei mir nicht klar ist, wie man hier so eine Bohrung einfach mal eben so grobmachttechnisch gesehen fast unmöglich. Und also was macht man? Man baut eine Gussform und gießt das dann entsprechend ein. Vielleicht werden in Zukunft moderne Druckformstahldrucken so etwas ersetzen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, da ist man schon sehr, sehr weit. Mir ist allerdings noch nicht bekannt, dass man diese Krümmerstrukturen eben hier schon großtechnisch irgendwie druckt. Ja, aber das wird mit Sicherheit eines Tages kommen. Ich weiß nicht, wie lange es dauert, 5 bis 10 Jahre, anstatt sie zu gießen damit. Ja, das ist so ein bisschen Fortschritt der Technik. Also dieser Stahlguss, also immer noch Stahl, Kohlenstoffgehalt kleiner 2%, der wird gegossen. Um das jetzt zu berücksichtigen, geht man eben hin und gibt dem Ganzen ein G davon. Stellen Sie sich vor, Sie streichen dieses G einfach weg, dann hätten Sie ein E235, also der E, wissen wir, Engineering, wäre ein Stahl für den Bereich Maschinenbau, hätte eine Zugfestigkeit oder eine Streckgrenze von 235 Newton pro Quadratmillimeter. Ah, und schauen Sie mal, das C45 ist ja auch ein Kurznummer, gibt Hinweise nicht auf die mechanischen Eigenschaften, sondern auf die chemische Zusammensetzung. Das wäre ein Stahl mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,45 Massenprozent. Und wenn man den gießt, kriegt das Ganze eben noch ein G davor. Und wenn man den X6 Chrom Nimo 1810-2 hat, dann weiß man ganz einfach auch hier, der Stahl ist jetzt ganz wichtig, der bezieht sich auf die chemische Zusammensetzung. Wahrscheinlich ein Stahl für die Innenauskleidung,
für ein Produkt, was irgendwie zum Beispiel mit Lebensmitteln in Verbindung kommt oder mit Trinkwasser. Und wenn man diese Konstruktion in irgendeiner Form gießt, warum auch immer, dann kriegt das ein G davor. Also relativ einfach. Und ganz unten rechts im Bild sieht man mal eine Struktur. Das ist ein Lager und dieses Lager hat verschiedene Aufnahmepositionen. Und da kann man sich vorstellen, hier können irgendwelche Stützen eingebracht werden, können die dann irgendein Tragwerk zum Beispiel die Last eines Tragwerks aufnehmen. Gut, also und so ein Bauteil wird zurzeit halt immer noch klassischerweise gegossen. Gut, ich habe auch nochmal ein anderes Beispiel genommen für das, was man eben so haben kann. Das ist zum Beispiel ein Pumpengehäuse einer Kreiselpumpe. Und wenn man dieses Pumpengehäuse eben anschaut, dann wird es eben gegossen. Man kann also hier sehr schön erkennen, dass so ein Bauteil eben aufgrund seiner Komplexität dann, ja, einfach, es ist einfach kostengünstiger, das eben hier in dem Fall zu gießen. Ja, soweit erstmal dieses Beispiel. Und dann haben wir eben, fehlt sich an dieser Stelle noch einen anderen Werkstoff zu betrachten. Warum? Weil er nämlich wichtig ist. Es ist nämlich nicht der Stahlguss, sondern es ist Gusseisen. Und Gusseisen, da wissen Sie einfach, wir haben mehr als 2% Kohlenstoff drin. Und der Kohlenstoff, der liegt dann wirklich als Graphit auch vor, ja, als Graphit-Lamellen oder als Kugeln, je nachdem, wie der Werkstoff geimpft wurde, also was vorher in der Schmelze war, formt sich zum einen, kann sich eine Lamelle formen oder aber eine Kugel. Da gibt es einen riesen Unterschied dazu. Gut, warum nutzt man einfach dieses Eisen, Gusseisen? Und wenn Sie nochmal an dieses Eisen-Kohlenstoff-Diagramm sich erinnern und malen das nochmal so auf, dann wissen Sie einfach, das sah irgendwie... Ja, es sah irgendwie so aus, hier war die Temperatur, hier war der Kohlenstoffgehalt dargestellt. Und wenn Sie es angucken, werden Sie feststellen, dass mit zunehmendem Kohlenstoffgehalt die Temperatur einfach sinkt. Das heißt, ich brauche weniger Energie, um den Werkstoff irgendwie zum Erschmelzen zu bringen. Und wenn ich den dann tatsächlich noch in irgendeine Form gießen kann, zum Beispiel ein Rohr, in ein Schleudergussrohr, dann ist es ja sehr effektiv. Gut. Ja, wie werden solche Werkstoffe bezeichnet oder wie wird überhaupt so ein Rohr hergestellt, ein Schleudergussrohr? Und dann kann man sich das vereinfacht vorstellen, indem ich dieses flüssige Gusseisen in eine Form bringe und dann drehe ich die Form sehr, sehr schnell. Und wenn die Form sich sehr schnell dreht, wird das Eisen, das Gusseisen an die Wand gesteuert aufgrund der Zentrifugalkräfte, 1/2 mV². Haben Sie in Physik bestimmt gelernt. Und dann habe ich ein Schleudergussrohr. So hat man das dann früher gemacht. Sehr günstig in der Produktion, brauchte man nicht viel Temperatur. Und man sieht in diesem Bild auch mal ein Gussrohr. Und genauer genommen sieht man auch ein Gussrohr, was in Umfangsrichtung gebrochen ist. Und jetzt wissen Sie alle, aha, die Umfangsrichtung, wenn ich das gebrochen ist in Umfangsrichtung, da muss der Innendruck eine Rolle gespielt haben. Und Sie erinnern sich an die Kesselformel, P mal R durch die Wandstärke. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich S oder T genommen habe. Ich nehme jetzt einfach T für Thickness. Und man könnte also hier sehr einfach ausrechnen, wie groß die Umfangsspannung denn gewesen ist. Und wenn die Umfangsspannung zu groß ist, wenn sie die zulässigen mechanischen Kennwerte überschreitet, dann versagt eben der Werkstoff, da das Gusseisen keine ausgeprägte Streckgrenze hat, sondern wirklich nur eine Zugfestigkeit. Ja, also im Gegensatz zu allen anderen klassischen Werkstoffen, wenn ich ein Spannungsdehnungsdiagramm zeichnen würde, geht das Ding einfach kurz nach oben, bupp, und hier versagt es, muss man hier sagen, die zulässige Spannung muss irgendwie kleiner, ist definiert als RM durch den Sicherheitsbeiwert, und diese zulässige Spannung, die man hier hat, muss immer größer sein als eine berechnete Spannung. Die kann ich ja hier mit der Kesselformel dann eben ausrechnen. Und es würde also Sinn machen, wenn ich über die Werkstoffe spreche, irgendwie, dass irgendwie auch die mechanischen Eigenschaften hier, diese Zugfestigkeit, tatsächlich bei den gusseisernen Werkstoffen auftaucht. Es gibt aber auch noch einen wichtigen Punkt, und zwar den Zustand dieser Werkstoffe zu bezeichnen. Und dieser Zustand dieser Werkstoffe zu bezeichnen, das heißt, wie ist der Graphit ausgebildet? Ist er als Lamelle ausgebildet oder ist er als Kugelgraphit ausgebildet? Und
Das ist deshalb wichtig, um einfach ein Gefühl für die mechanischen Eigenschaften zu kriegen. Das Lamellengraphit, das ist nämlich so, wenn ich eine, nehme an, wir haben, ich male das mal hier unten klein rein, wir haben eine Probe, da bringen wir eine Kraft auf, eine Spannung, und da habe ich eine Lamelle drin. Dann ist der Spannungsverlauf an dieser Lamelle, das ist ein zweiachsiger Verlauf. Warum? Weil natürlich die Spannung sich ausbildet, einmal in diese Richtung habe ich etwas und einmal in diese Richtung. Das heißt, ich habe tatsächlich diese Kraftlinien, müssen irgendwie um diese Lamelle fließen. Und um diese Lamelle habe ich zumindest mal einen zweiachsigen Zustand in dieser Struktur, wie ich es dargestellt habe. Das ist ja auf einem Blatt Papier gemalt. In Realität ist es ein dreiachsiger Spannungszustand. Also dreiachsige Spannungszustände sind blöd. Sie werden von allen Seiten irgendwie gezogen. Und dann ist so ein Werkstoff eben aufgrund dieser Form der Lamelle sehr stark eingeschränkt. So, jetzt gucken wir uns den anderen Bereich mal an. Wenn ich eine Kraft habe, die in diese Richtung zieht, das könnte ich auch Spannungen machen, und ich habe eine Kugellamelle, dann müssen diese Linien immer noch mal hier diese Lamelle umfließen. Aber es existiert auch hier mehr oder weniger ein dreiecksiger Spannungszustand. Dadurch, dass die Lamelle, dass dieses Graphit aber als Kugel geformt ist, ist dieser Mantel, dieser Kräftefluss, der diese Lamelle umschließt, von seinem dreiachsigen Spannungszustand nicht ganz so intensiv wie die Kerbwirkung durch eine Lamelle. Also, ich möchte behaupten, und es ist so, dass dieser Kugelgraphit hinsichtlich seiner mechanischen Eigenschaften deutlich besser ist als der Lamellengraphit. Und man hat lange gefragt oder lange gesucht, bis man eben gefunden hat oder eben bis man Stoffe gefunden hat, die eben dafür sorgen, dass sich der Kugelgraphit bildet, also dass sich die Lamellen zu einer Kugel formen. Ja, man hat das, glaube ich, dann mit Magnesium die Schmelze dazu legiert. Und das ist gar nicht so lange her, ich meine 1990 oder so, um den Dreh rum, um dieses Jahrzehnt rum, hat man eben erst gefunden, dass es solche Kugelgraphit dann gibt und dass man das beeinflussen kann. Also Kugelgraphit, ein sehr, sehr moderner Werkstoff, der wird sehr gerne auch genommen, oder Graphitwerkstoffe, warum, weil sie gute Dämpfungseigenschaften, hinsichtlich der mechanischen Eigenschaften sind sie ja leider nicht so gut, warum, weil sie haben eben Sollbruchstellen in Form von Graphit drin. Ich fasse mal für uns gerade so zusammen und Sie haben es auch gleich geschafft. Erstens, Gusseisen hat einen Kohlenstoffgehalt über 2%. Das erwarte ich von Ihnen, dass Sie das wissen. Und Sie wissen, dass Gusseisen, wenn etwas gegossen ist, dann kennzeichnet man das Ganze eben auch mit einem G, wie eben auch gelernt, mit einem G. Und dann möchte man ganz gerne auch den Zustand des Gusseisens kennzeichnen. Das heißt, irgendwie ist es ein L oder ist es ein S? Und dann, ja, das wäre schon mal ganz gut. Also irgendeine Werkstoffbezeichnung müsste man sagen, pass auf, idealerweise nimmt man ein G davor. Und dann würden wir nochmal hingehen und würden idealerweise ein, ja, für Lamellengraphit oder ein Kugelgraphit könnten wir dann einen anderen Buchstaben nehmen. Früher hat man gerne ein G genommen, warum auch immer. Und weil dieser Kugelgraphit sehr grau war, darum hat das ist Grauguss. Und ja. Und dann müsste man irgendwie noch die mechanischen Eigenschaften dahinter packen, zum Beispiel zu sagen, na, der hätte 150 Newton pro Quadratmillimeter Zugfestigkeit. Das wäre so für uns jetzt erstmal so eine theoretische Bezeichnung. Ich gehe das gleich mit Ihnen noch gemeinsam durch und ich sage jetzt mal einfach, wie sehe tatsächlich so eine alte Bezeichnung aus. Ich habe mir das mal rausgesucht. Alte Bezeichnung. GG 15. So, und dieses GG, diese ganz alte Bezeichnung, und die müssen Sie leider auch ein bisschen auf dem Schirm haben. Warum? Weil Sie noch alte Anlagen auch in Zukunft noch bekommen. Die haben schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Da gibt es solche Bezeichnungen wie GG 15 in den technischen Zeichnungen. Und dann sollten Sie auch dort wissen, was eben diese GG15-Bezeichnung heißt. Und GG steht dann für Grauguss. Habe ich eben angedeutet, GG, Grauguss. Das liegt daran, dass dieses Gusseisen eben ein graues Bild hat im Vergleich zu Stahl, so ein Bruchbild zum Beispiel. Ja. Diese 15, die standen eben, Sie werden es schon wissen, Zugfestigkeit, aber das stand eben für Kilopoint pro Quadratmillimeter. Wenn man sich daran gewöhnt hat, ist das alles gut.
Alte Bezeichnung, ich schreibe mal hin, das war eben nach DIN 1691. Gut. Dann gibt es eine neue Bezeichnung. Und die neue Bezeichnung ist etwas anders. Jetzt weiß man, es ist jetzt keine, die neue Bezeichnung, schreiben wir das auch ganz kurz hin, das ist nach EN 1561, da kommt jetzt noch ein Datum und Ausgabe dazu, erspare ich mir an dieser Stelle. Und man hat also jetzt hier geschrieben, die neue Kennzeichnung ist EN. Ja, also man wollte das dann auch noch ein bisschen einbetten, dass es Normdate steht. Jetzt kommt der Hammer, GJL 150. Jetzt können Sie so schon ein kleines bisschen ahnen, diese 150, die steht für die Zugfestigkeit, RM, ist größer gleich 150 Newton pro Quadratmillimeter. Das ist sehr gut gemacht. Warum? Man hat hier keinen Kilopoint mehr. Man kann es also direkt ablesen und dann auch berechnen. Und dieses GJL, wenn Sie fragen, wofür steht denn das Ganze? Ich übersetze das Ganze mal. Gusseisen. Ich mache das mal ganz kurz. Dann hole ich mal ein Radiergummi. Guss. Da habe ich das Falsche gedrückt. Das war es auch wieder. Das ist gar nicht so trivial. Zack. Ein Stift. Jetzt sind wir hier. Guss. Minus. Eisen. Mit. Lamellen. Graphit. Ja. Also. Jetzt würde man sagen, das geht, das sehe ich hier oben wieder, das ist ganz klar hier oben vertreten. Aber das Eisen, da ist auf einmal ein J. Jetzt würde man sagen, das J steht ja nicht für Iron, das kann es nicht sein. Da sollen wir sagen, das ist eine englische Geschichte. Das große, wenn Sie jetzt das Wort Jan nehmen, also Jan als Vornamen, Ian, oder Jan als Vornamen, dann wird das große I wird generell als J geschrieben. Im Englischen zumindest generell als J geschrieben. Ich schreibe das jetzt mal einfach hier so hin als Gedanken, als J geschrieben. Das heißt, dieses J ist eigentlich so eine Eigenschaft, die hat man übernommen und gesagt, Leute, großes I kennzeichnen die einfach mit einem J. Und darum heißt es eben, eigentlich müsste da GIL stehen. Das steht aber tatsächlich GJL, weil es eben J und L, J und ein großes I irgendwie bei den Engländern irgendwie gleich ist. Also eine kleine Sonderheit, um das irgendwie zu machen. Jetzt würde man einfach sagen, warum nimmt man dann J? Man nimmt das J deshalb, um I, J und 1, da haben die eben gesagt, das sieht sehr ähnlich aus und man hat sich da irgendwann dann auf diese Kennzeichnung geeinigt. Ja, und das L, das ist erstaunlich, das steht dann wieder für Lamellengraphit, Lamella, auch aus dem Englischen. Ja, also muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Keiner sagt EN, man sagt GJL 150, das ist so die Bezeichnung, die ich oftmals höre. Gut, jetzt, da ist dieser Werkstoff GJL 150 einmal als Mikrostruktur noch dargestellt. Und hier kann man sehr schön diese dunklen farbenen Graphitlamellen eben sehen. Und Sie können sich vorstellen, das sieht eigentlich aus wie ein vignetter Blätterteig-Eis. Wahrscheinlich liegt es daran, dass ich schon ein bisschen Hunger habe. Und diese Lamellen sorgen eben dafür, dass ich mehrachsige Spannungszustände habe. Und Sie können sich vorstellen, wenn ich da mit dem Hammer drauf haue, das ist ja gefüllt mit Sollbruchstellen, dass die Festigkeit Asche ist. Und wenn Sie sich dagegen den Kugelgraphit anschauen, der ist jetzt in diesem Bild auch nicht optimal dargestellt, aber so als perfekte Kugel kann man schon hier solche identifizieren. Ein besseres Bild habe ich jetzt nicht gefunden, da gibt es bestimmt auch nochmal andere und schickere Bilder, aber da ist einfach der Spannungsverlauf ein anderer, das heißt, ich kriege auch ganz andere Werkstoffkennwerte und man sieht, hier steht eine 400 drauf. Und jetzt gibt es noch eine kleine Besonderheit, diese 18 steht für die Bruchdehnung, also man war so stolz drauf, dass man gesagt hat, pass auf, die kriegen nochmal eine kleine besondere Kennzeichnung. Da haut man nochmal die 18 dahinter. Und ich habe ihr am Anfang erzählt, das Thema Werkstoffbezeichnung ist wie so ein wilder Garten. Da kriegt mal da, kommt mal ein neuer Trieb raus, da nochmal eine neue Pflanze, die man sehen kann. Und so ist das dann auch mit dieser Bezeichnung.
Und vielleicht wichtig, Gusseisen, Iron, und S steht dann für Sphärolith, für Kugelgrafit. Ja, ich würde sagen einfach, das war es jetzt eigentlich schon. Das letzte Bild soll ich Ihnen einfach nur nochmal dokumentieren, warum man hier eben als Streckgrenze oder wo man als Elastizitätsgrenze kein RP 0,2 hat, weil im Gegensatz zu den klassischen Werkstoffen eben hier gibt es kein RP 0,2, da gibt es nur Zugfestigkeit. Und aus diesem Grunde macht das tatsächlich Sinn, bei Gusseisen mit Kugelgrafit oder mit Lamellengrafit eben hier in dem einen Fall eben die Zugfestigkeit einzusetzen. Und wenn Sie mich jetzt fragen, wie berücksichtigt man das denn bei der Berechnung? Sie haben also in TM irgendeine Kraft berechnet, eine Fläche, die suchen Sie jetzt, das ist Ihre berechnete Spannung. Und Sie wissen jetzt, das Ganze soll kleiner sein als die zulässige Spannung, dann können Sie ja hier nur ein RM einsetzen. Und dann berücksichtigt man das Ganze, indem man hier Sicherheitsbeiwerte wie zum Beispiel nicht 2 einsetzt, sondern der Sicherheitsbeiwert wird entsprechend aufgeblasen und das nimmt man hier entsprechend 4 oder 5 oder 6, um eben zu sagen, du hast eben keine Chance, wenn dieser Werkstoff versagt, dann versagt er plötzlich schlagartig, ja, und nicht einfach nur sanft. Und das Ganze müsste dann dieser Geschichte entsprechen. Und das ist der Punkt, wo technische Mechanik eben Werkstofftechnik trifft. Sie suchen in der technischen Mechanik eben nachher die Fläche, wie groß muss denn die Fläche sein, damit die Konstruktion hält. Die Werkstofftechnik liefert Ihnen hier die Materialkennwerte. Vernünftige Überlegen überliefern eben hier die Sicherheitsbeiwerte. Und dann, wenn ich die Kraft berechnet habe, durch selber oder durch irgendwelche cleveren Programme, dann kann ich eben auch die Fläche berechnen, die diese Konstruktion eben braucht, um mechanisch stabil zu sein. So. Das war's. Ich hoffe, es hat Ihnen ein kleines bisschen Spaß gemacht. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, mir in diesem Dschungel dieser Werkstoffkennzeichnung irgendwie zu folgen. Kommt auf jeden Fall ein großer Aufgabenblock drin vor, wo Sie eben wissen müssen, was heißt denn 14301, welcher Kurzname steht dahinter. Vielleicht kann man das Ganze auch mit der Wirksumme kombinieren, weil es nützt mir nicht nur, wenn Sie in 4301 die Werkstoffnummer wissen und den Kurznamen, sondern auch ein Bauchgefühl dafür kriegen. Ja, und wenn Sie die Klausuren sich anschauen, werden Sie feststellen, ich habe das versucht, in diesen Klausuren immer ein bisschen zu kombinieren. Aber auch die mechanischen Eigenschaften, Kurznamen, die einen Hinweis auf die mechanischen Eigenschaften eine Rolle spielen, haben Sie mitbekommen. Sie wissen, dass es alte Werkstoffkennzeichnungen gibt, wo man üblicherweise noch diese Zugfestigkeit RM genommen hat in Kilopoint pro Quadratmillimeter, ST37, Sie erinnern sich, 37 Kilopoint pro Quadratmillimeter oder die Zugfestigkeit übersetzt in 370 Newton pro Quadratmillimeter und die neuen Werkstoffkennzeichnungen wie S360, die viel charmanter sind, viel direkter zu greifen sind. Also das müssen Sie kriegen, müssen Sie können. Ein schöner Aufgabenteil, auf den man sich eigentlich auch sehr gut vorbereiten kann. Kommt nichts Abgedrehtes dran. Und Sie wissen, dass es Gusseisen gibt und auch nicht nur Gusseisen, sondern dass es auch Stahlguss gibt, dass es da Unterschiede gibt und auch die speziellen Kennzeichnungen. Nochmal. Nehmen Sie das Thema mit, gehen Sie es vielleicht noch einmal durch, malen Sie diese Struktur der Werkstoffbezeichnung. Also Werkstoffe haben Nummern, Werkstoffe haben Kurznamen. Die Kurznamen beziehen sich auf den Verwendungszweck oder auf die mechanischen Eigenschaften. Und da kann man ganz, ganz viele Werkstoffe einsortieren. Wir haben noch ein spezielles Thema, damit werden wir uns nochmal auf Anregung von Frau Schmackert, die da im Hintergrund rumläuft und die Kameras einrichtet, uns auch nochmal so ein bisschen mit Schrauben beschäftigen und auch mit Festigkeitsklassen. Nochmal ein besonderes Thema habe ich aber noch nicht vorbereitet, werde ich aber noch machen. Nochmal an der Stelle vielen Dank, wir sehen uns bis zum nächsten Mal.